Ich kann auf die Mitte. Hä? 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 Leute, einfach neuen Hacker. Ich bin Hacker in Squid Game. Ich bin Hacker in Squid Game. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir das Squid Game. Ja Leute, aktuell sehr viel Squid Game hier auf dem Kanal. Aber mir macht Spaß, euch macht Spaß. Also wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Wir sind Nummer 001. Sind wir ein Opa, Leute? Ich weiß gar nicht, bin ich ein Opa? Heute spielen wir Squid Game. Also das Spiel heißt wirklich Squid Game. Heute die Aufnahme geht so lange, bis wir raus sind, Leute. Also bis wir quasi, disqualifiziert sind. Ja, disqualifiziert, so hieß das in der Serie. Ja, aktuell, Leute, dieses Spiel hat die meisten Spieler auf Roblox gerade. Wieso auch immer, keine Ahnung. Ich werde es mal ausprobieren, Leute. Ich habe schon mal gespielt, Leute. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie genau das hier aufgebaut war, Leute. Wir gehen jetzt mal hier ins Spiel rein. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, like das Video, falls es dir gefällt. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und bitte sogar den Starcode, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. In 30 Sekunden geht es auch schon los und ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, Leute. Ja, wie das Ganze hier so aussehen wird, wie das ganze Spiel hier funktionieren wird und Leute, ob wir es schaffen werden, das Squid Game zu gewinnen oder ob wir vorzeitig disqualifiziert werden und somit dieses Video hier beenden. Ja, Leute, im Hintergrund läuft zwar Musik, aber die muss ich leider ausblenden, Leute. Sorry, Copyright ist der Hassfeind aller YouTuber, Leute. Ja, nein, nicht raus, hallo. Warum bin ich rausgegangen, Leute? 5 Sekunden noch. Und dann würde ich sagen, Leute, weiter geht's nach dem Intro. So, Leute, wir sind hier direkt bei Red Light, Green Light und wir haben tatsächlich Push, Leute. Das heißt, wir können wirklich hier mit Leute schubsen. Eieieiei, das ist auf jeden Fall, ja, ziemlich unfair. Hier wird jetzt uns erklärt, willkommen zu Squid Game. Hi, Guard, Square Guard. Das ist das erste der Spiele. Rotes Licht, grünes Licht, aha. Wenn du es zur anderen Seite schaffst, bist du sicher. Dieser Smiley, Leute. Okay, Leute. Und ich würde sagen, Leute, legen wir... Oh, er kickt mich erstmal, Leute. Hey! Er wurde gekickt! Oh mein Gott, Leute! Ey, das ist wirklich scary mit dem Kick, Leute. Jeden Moment kann mich irgendjemand umkicken. Das ist das Problem. Oh mein Gott, Leute, hier scheiden alle aus. Und kann ich dich kicken? Ah, ich habe nicht getroffen, Leute. Ich habe nicht getroffen. Das Ding ist, ich will ja gewinnen, Leute. Ich will der Allerletzte sein. Wie keiner vor mir war. Und oh Gott, okay. Stehen geblieben. So, weiter geht's. Hallo! Ey, wehe, du pusht mich. Okay, Leute, um mich herum ist niemand, das ist gut, Leute. Ja. Ey, Leute, ich muss mich beeilen, ich habe nur noch 100 Sekunden Zeit und, ich muss echt zum Ende kommen. So, grünes Licht, rotes Licht meine ich, grünes Licht. Ah, er wollte sie schubsen, Leute, ich wollte ihn schubsen, aber ich hab's nicht geschafft. Ich habe ihn geschubst. Oh Gott, er hat es irgendwie geschafft, Leute. Er hat es irgendwie geschafft, okay. So, rotes Licht. Grünes Licht. Grünes Licht. Ich gehe mal weiter weg von ihm, Leute. Nicht, dass er mich noch schubst. Leute. Okay. So, und wir haben es geschafft zum Ende. Nice, Leute. Okay. Red Light, Green Light haben wir somit geschafft, Leute. Das war gerade sehr intensiv, weil man kann einfach hier Leute schubsen. Das ist krass, Leute. Bam. Flieg und Sieg. Jawohl, Leute. 60 Sekunden noch. Wir können jetzt hier ein bisschen chillen. Und dann sehen wir uns gleich. Leute, was machen die denn hier? Die sind ja irgendwie die ganze Zeit vor der Linie am Rumtanzen oder sowas. Nehmen die das Spiel überhaupt ernst? Warum ist der Typ auf meinem Kopf? Geh runter von meinem Kopf. Sei nicht auf meinem Kopf. Hallo. Oh, Leute. Also irgendwie, ich weiß nicht, was macht der Typ da hinten? Grüße gehen raus an euch auf jeden Fall, Leute. Ihr werdet jetzt, ich will ja nicht sagen, ne, aber. Oder kann man laufen, nachdem mal diese Linie hier passiert sein? Also, Leute, das kann natürlich gut sein. Oder? Werden die alle sterben? Ne, die haben irgendwie alle überlebt. Okay. Sehr komisch, Leute. Es sieht aus, als ob alle Spieler das Ziel erreicht haben oder disqualifiziert wurden. Ja, so sieht's aus. Ich wollte gerade schon sagen, hey, alle haben das nicht Spiel erreicht, aber dann habe ich das weitergelesen und oh nein, Leute, jetzt sind wir mal mit dem Spiel, was ich so gar nicht kann, Leute, und zwar Honeycomb. Oh mein Gott, Leute, es kann sein, dass wir jetzt rausfliegen werden und ich hoffe nicht, Leute. Ich hoffe, dass wir nicht rausfliegen werden, aber es kann gut sein. Wenn der Cookie kaputt geht, dann sind wir raus, dann sind wir eliminiert. Und ja, Leute, schaffen wir das? Das ist jetzt die Frage, Leute. Okay, wir haben jetzt hier einen Kreis. Yo, das ist mega easy, Leute. Das ist mega easy.
Easy, Leute, ich hab's geschafft. Yay! Sogar mit einer der Ersten, die das abgeschlossen haben. Aber das war gerade mega nice, Leute. Das war wirklich angenehm, Leute. Das war nicht zu viel Tryhard. Man hat auf jeden Fall genug Zeit. Man hat auf jeden Fall genug Platz. Das war cool. Das war schon gut gemacht, Leute. Das war schon nice. Okay, das haben wir auch geschafft, Leute. Das haben wir auch geschafft. Zum Glück hatten wir auch nur den Kreis und nicht zum Beispiel hier den Regenschirm, Leute. Ich meine, wir haben ja schlechte Erfahrungen mit dem Regenschirm gemacht, Leute. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Falls ihr die letzten Videos gesehen habt, falls nicht, Leute, checkt ihr doch gerne noch aus. Ich habe schon ein paar Squid Game Videos hier hochgeladen. Außerdem zur Serie, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, bitte sie nicht zu gucken, wenn ihr unter 16 seid. Sie ist und nicht ohne Grund ab 16, Leute. Sonst auf eigene Gewehr. Würde ich euch trotzdem empfehlen. Ich fand die Serie sehr, sehr gut, Leute. Ich habe sie mir fast zweimal schon angeguckt, Leute. Also einmal auf jeden Fall schon ganz. Und das andere Mal bin ich jetzt schon wieder fast fertig, Leute. Und ja, ich finde sie sehr, sehr nice. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es bis hier geschafft habt. Es ist Zeit zum Ausruhen. Okay, Leute, wir gehen einfach hier nach oben aufs Bett. Und ja, Leute, jetzt gehen die Lichter aus, wie es halt in der Serie auch so war, Leute. Jetzt gehen die Lichter aus. Wir chillen uns mal hier nach oben, weil ich will ungern jetzt hier drauf gehen, Leute, weil mich hier irgendjemand hinterrückt. Und jetzt, Leute, jetzt kommt schon Lichter. Licht, Gott sagte, es werde dunkel und dunkel. Ah, schade. Ich dachte, es kommt jetzt bei 10, also bei 110 Sekunden. Und Leute, kennt ihr das? Wer hat eigentlich das Licht ausgemacht? Und Schnips. Jawohl, Leute, das war richtig. Haha. Wer hat das Licht ausgemacht? Kennt ihr das? Sportakus war das, glaube ich, Leute. Ich habe mich damals mal geguckt und ich sehe einfach gar nichts mehr, Leute. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Ich sehe nicht mehr mich selber. Ich weiß nur, dass ich einen Baseballschläger habe. Und jetzt sehe ich ein bisschen wieder was. Okay, Leute, wir chillen jetzt einfach 80 Sekunden hier oben. Wenn was Spannendes passiert, dann schalte ich ein. Oh, hallo. Ey. Okay, Leute, jemand ist einfach auf mich draufgesprungen und wollte mich angreifen. Hallo, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin der legendäre Jojo. Ich werde das Squid Game gewinnen. Was? Leute, die greift mich einfach an. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Jetzt reicht's mir aber hier. Kollege, komm her. Komm her. Bam. Komm schon. Komm schon. Ah. Und come on. Nein. Hallo. Ah. Yo, einmal haben wir, Leute. Aber man macht echt nicht so viel Schaden. Man regeneriert sich. Oh, jetzt habe ich viel Schaden gemacht, Leute. Nein, du wirst es bereuen, mich angegriffen zu haben. Ah, come on. Erwische ich sie? Komm schon, Leute. Nein, eine Sekunde noch. Kann ich immer noch? Ich habe immer noch meinen Baseballschläger. Ich schlage einfach weiter ein. Auf sie ein. Funktioniert es, Leute? Funktioniert das? Komm mal, Leute. Du hast angefangen mit auf mich einschlagen. Das wirst du bereuen. Ich glaube, Leute, man macht keinen Schaden mehr, glaube ich. Okay, Leute, lassen wir es. Aber wir haben es fast geschafft, Leute. Oh, war das sie? Ich glaube, sie wurde gerade noch geholt, Leute. Und oh nein. Jetzt sind wir beim Tauti, Leute. Jetzt fliegt die Hälfte des Spielers raus, Leute. Das kann mein Ende sein, Leute. Das hier kann mein Ende sein. Ein Taser sollte erscheinen. Drücke so schnell es geht. Okay. Und wo muss ich hindrücken? Leute? Ich weiß es nicht. Ah, da unten, Leute. Okay, klick. Wir müssen hier komplett durchdrücken, Leute. Ich glaube, ich bin ziemlich gut dabei. Komm mal, Leute. Ich will nicht verlieren. Das hier ist das Spiel und wir haben gewonnen. Jawohl, Leute. Oh mein Gott. Easy, Leute. Ich habe hier komplett meine Maus durchgespammt und immer noch am Leben. Beeindruckend. Danke, danke, Square Guard. Ja, Leute. Die Hälfte ist ausgeschieden. Wir haben es geschafft. Ist hier gerade jemand runtergesprungen? Oder habe ich das gerade nur irgendwie... Okay. Okay, Leute. Oh, nein. Das Murmel-Game kam zwar zuerst, Leute, aber ja, jetzt sind wir hier gelandet und man kann tatsächlich Leute schubsen. Ob ich das jetzt so für gut empfinde, ich weiß nicht, weil wir haben nur eine Minute Zeit, Leute, und ich glaube, das hier wird unser Ende sein, Leute. Ja, komm, Leute, springt, traut sich einer, komm. Ja, okay, Leute, okay, es ist rechts, Komm, Leute, einer muss sich doch trauen. Kann ich eigentlich... Ich kann auf die Mitte. Leute, einfach neuen Hacker. Ich bin Hacker in Squid Game. Leute. Easy, habt ihr das gesehen? Stellt euch mal vor, jemand hätte das in der richtigen Serie so gemacht, Leute. Der Raum sieht aber ziemlich cool aus. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Leute. Aber was hab ich denn hier gerade gemacht, Leute? Ich hab's ja easy geschafft, Leute. Oh mein Gott. Und alle anderen sind, komm schon. Ja, der schafft's doch, Leute. Dann haben wir noch einen Finalisten-Gegner. Leute, wäre er jetzt auch runtergeflogen, wie alle anderen irgendwie auch, obwohl ich den Weg freigemacht hatte, dann wäre er raus. Leute. Ist das nicht der Typ, der am Anfang der Folge auf meinem Kopf rumgestanden hat? Ist das nicht der Typ oder ist das wer anders? Ja, so sieht man sich wieder. Herr Kollege. Und Leute, also jetzt kommt wieder die Nacht. Sollen wir ihn verprügeln? Oder sollen wir jetzt einfach hier chillen, Leute? Sollen wir ihn jetzt verprügeln oder sollen wir einfach hier chillen? Das könnte jetzt schon das finale Battle sein, weil ich habe eigentlich keine Lust, Murmeln zu spielen. Wir werden ihn verprügeln, Leute. Wir werden versuchen, ihn zu verprügeln, weil dann müsste ich ja rein theoretisch gewinnen, oder? Sofern ich halt gewinne, ne?
Ja, Joli oder Jolly oder wie auch immer du heißt. Das Licht geht aus in 3, 2, 1 und schnips. Okay, es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel, Leute. Wir haben den Baseballschläger. Wir könnten rein theoretisch, wir könnten... Hat er was geschrieben? Er hat geschrieben LOL. Okay, Leute. Wir versuchen. Wenn wir jetzt hier ihn treffen, Leute, dann haben wir das gewonnen. Oh. Ey! Lauf! Jojo, lauf! Ey, Joli, wir können das auch noch anders klären. Wir können das auch noch anders klären. Ich wollte dich eigentlich gar nicht angreifen. Joli, ey. Joli, wie habe ich sie gerade eigentlich nicht getroffen, Leute? Joli, wieso greifst du mich an? Also, ich wollte das doch alles friedlich klären. Leute, run! Lauf! Okay, Leute, Oh Gott! Was habe ich mir hier eingebrockt, Leute? Aber ich bin gleich wieder full life, Leute. Ich habe gleich wieder volles Leben. Ha! Komm her! Oh Gott. Okay, 5, 4, 3, 2. Leute, habt ihr gesehen, wie knapp das eigentlich war? Alter Schwede, das war knapp. Ey, das Licht ist an. Du darfst mich nicht mehr angreifen. Hallo? Das ist gegen die Regeln! Wenn das Licht an ist, ist Ende. Okay. Ganz knapp. Und jetzt, Leute, jetzt müssen wir murmeln. Oh Mann. Oh, wir murmeln nicht gegeneinander oder so. Das ist jetzt eine gute Frage, Leute. Wie gewinne ich jetzt? Ist das jetzt hier auch so Otto und Even oder so? Oder muss ich jetzt hier gegeneinander würfeln? Hoffen wir einfach mal, dass ich gewinnen werde und dass wir gleich dann beim Squid Game gewinnen. Sofern es das hier überhaupt gibt, Leute. Eventuell gewinnen wir ja schon hier nach. Das könnte natürlich auch sein, Leute. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich habe, wie gesagt, schon einmal dieses Spiel hier gewonnen, Leute. Ich habe hier schon einen Sieg, aber das war schon ein bisschen lange her. Und es gibt ja so viele Spiele, Leute. Da kommt man echt durcheinander. Aber ja, Leute. Okay, es ist ja wahrscheinlich, es gibt 4 Runden. Schaffe es alle durch, um zu gewinnen, Leute. Jetzt kommt es. Jetzt ist es reine Glückssache, Leute. Wer von uns beiden gewinnt. Oder eventuell gewinnen wir sogar beide, Leute. Wir gehen mit Odd, Leute. Selected Odd. Come on. Was schreibt der Typ? Er schreibt Hashtag, Leute, Hashtag. Vielleicht hat er uns beleidigt, vielleicht hat er auch nur was Nettes gesagt. Man weiß es nicht, Leute. Und wir haben 9. Gehen wir nochmal mit Odd, Leute. Wir gehen nochmal mit Odd. Ich muss 4 Runden überleben. Aktuell sind wir bei 9. Das heißt, wir haben gerade einen verloren. Wir haben zwar verloren, Leute, aber einer ist jetzt nicht so schlimm. Und Leute, wie viel haben wir jetzt? Haben wir gewonnen oder verloren? Oh, ich gehe nochmal mit Odd, Leute. Es könnte sein, dass wir jetzt verlieren werden, Leute. Oh mein Gott. Bitte. Wir haben gewonnen. Also nicht ganz gewonnen, aber Leute, wir haben gewonnen. Und Leute, jetzt gehen wir auf Even. Da ich 4 Runden überstehen muss, Leute, müsste das eigentlich die letzte Runde sein. Und das heißt, ich müsste das ja eigentlich jetzt gewinnen, oder? Wenn ich jetzt nicht 7 abgezogen bekomme, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 8, Leute. Und somit habe ich gewonnen. Super. Du hast mehr als 0 Murmeln. Ich habe dieses Spiel gewonnen, Leute. Was schreibt er? Er schreibt Yes. Okay, Leute. Ich sag auch Yes. Oh, Leute, damit haben wir... Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Und jetzt müsste... das letzte Spiel losgehen, und zwar das Squid Game. Ja, Leute, oder wird es jetzt hier wieder Nacht, Leute? Es wird wieder Nacht, Leute. Die Folge ist länger, als ich dachte, Leute. Ich habe ein bisschen Halsschmerz. Ich wollte eigentlich was Kurzes aufnehmen. Aber ja, Leute, das ist ja auch cool, Leute. Dieses Mal werden wir uns nicht fetzen, Leute. Ich werde jetzt einfach hier in Ruhe hier stehen bleiben. Ich werde hier einfach weggucken und ich sehe dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du kommst, aber ich wünsche mir, dass du nicht kommst, Leute, weil ich würde gerne... Er packt seinen Baseballschläger aus. Ich packe ihn das gar nicht aus, Leute. Ich werde einfach hier in Ruhe stehen bleiben. Ich werde einfach ein bisschen chillen, Leute. Und einfach ein bisschen mal diese schöne Akustik hier genießen, Leute. In der Zeit kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Möchtest du mehr Squid Game Videos von mir sehen? Und Leute, bald kommt ja mein eigenes Squid Game raus. Und zwar Squid Game, Leute. Ich freue mich da schon sehr drauf. Oh, Leute, wo läuft der hin? Hallo? Okay, jedenfalls nicht zu mir. Er ist ganz weit weggelaufen. Wir können ihn ja von hinten schlagen, Leute. Oh Mann, Leute. Okay, 20 Sekunden noch. Dann heißt es, Leute, wir sind im Finale von Squid Game angekommen. Dem beliebtesten Squid Game Spiel aktuell. Und das ist hier schon episch aus, Leute. Guck mal. I am the Frontman.
Oder sowas. Das sieht schon cool aus. Das sah so aus wie Augen oder so. Das ist cool. Ich muss Augen auf ihn halten, Leute, weil kann es sein, dass er auf einmal hinter mir steht. Und dann wäre es auf jeden Fall ziemlich kritisch, Leute. Wir haben noch. Ja, jetzt ist es wieder hell, Leute. Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Ob wir so wirklich geschlafen haben, das weiß ich nicht, Leute. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erholsam, würde ich sagen. Und huch, Squid Game. Ey! Wir haben gewonnen! Ich dachte, es kommt noch ein Spiel, Leute, aber hat er. Ist er gestorben oder so? Oder gibt es einfach noch kein weiteres Spiel, Leute? Weil ich habe noch so einen Todessound gehört. Oder eigentlich hätten wir jetzt ja noch ein weiteres Spiel spielen müssen, Leute. Aber wir haben gewonnen. Kann ich mir hier irgendwas kaufen, Leute? Skins 500. Ich habe 420. Ich kann mir hier, glaube ich, nichts kaufen, oder? Inventory? Ich habe. Ja, okay. Das hier habe ich, alle Leute. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Leute. Was mit der Folge? Ah, nee, hier kann ich es kaufen. Hier 500 Cash kostet 40 Robux, Leute. Warte mal. Und 750 Cash kostet 55 Robux? Ja, das hole ich mir, Leute. Das hole ich mir mal. Und dann können wir nämlich direkt zwei Kisten öffnen, Leute. Schaue ich mir das Ganze auch einfach mal an. Skins und boom, Leute. Bye. Ah, man kann sich hier diese ja, quasi Baseballschläger holen. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, Leute. Und ich habe Pink bekommen. Yo, der pinke Baseballschläger. Nice. Und was ist das? Coming soon. Ach so, okay, Leute. Und war Pink jetzt eigentlich selten? Ich weiß es nicht, Leute. Und Blue. Yay, Leute. War Blue selten? Hier Pink war Ankommen und Blue war Rare. Cool, Leute, dann würde ich sagen, equippen wir an der Stelle einfach mal Blue. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall auch fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, falls es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Mit uns gerne Starcode, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox bringen kaufst. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung bei. Dann findest du meinen Reader für mein Roblox-Match oder den Link zu meinem Discord-Server. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.